Hallo und willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist Salvatore und heute backen wir Salzgebäcke aus Süditalien, die Taralli. Notte giorno di torno tarato, delle belle tamando a riposo. Für ca. 35 Taralli brauchen wir 85 Gramm Olivenöl, 250 Gramm Weizenmehl, man kann auch Vollkornmehl nutzen, 90 Gramm Weißwein, man kann auch Wasser nutzen, die Taralli schmecken aber am Ende nicht so gut, 5 Gramm Salz. Wir werden die Taralli in zwei Variationen machen. Dafür habe ich einmal 10 Gramm Tomatensauce, Konzentrat, mit Oregano vorbereitet, für die Taralli Pizzaiola und einmal hier 5 Gramm Rosmarin, klein geschnitten, Knoblauch, auch klein geschnitten und dann geben wir Pfeffer dazu später. Heute bereiten wir den Teig mit den Händen vor. Natürlich geht es auch mit der Knetemaschine. Zuerst geben wir das Mehl in eine Schale mit dem Olivenöl rein und dann mischen wir das Mehl mit dem Olivenöl. Wir helfen uns dabei mit einer Gabel. Jetzt lösen wir das Salz in dem Wein. Dafür nutze ich ein chinesisches Stäbchen. Und geben wir das Glas mit dem Wein zum Teig. Dann kneten wir den Teig weiter mit der Gabel und dann kneten wir mit den Händen weiter, bis ein kleiner Ball geformt ist. Beim Kneten ist meine Strategie, die Schale mit der linken Hand immer wieder zu drehen und mit der rechten Hand den Teig als Kugel zu formen. Es ist wichtig, nicht zu lange zu kneten, sonst werden die Taralli am Ende zu hart. Die Kugel wird zwar nicht glatt, macht es aber nichts. Okay, wie gesagt, die Kugel ist gar nicht glatt, macht aber nichts. Wir lassen jetzt die Kugel 15 Minuten ruhen, abgedeckt. Nach 15 Minuten teilen wir den Teig in zwei Teiglingen und legen wir sie in zwei Schalen. Hier, einmal hier, ich habe schon mir eine andere Schale vorbereitet. Und jetzt kommen die Gewürze rein. In diesem Teigling geben wir die Tomatensauce mit Oregano rein und wir kneten so lange, bis die Tomatensauce komplett in den Teig verschwunden ist. So. Und dann lassen wir es wieder 15 Minuten ruhen. In dem anderen Teigling geben wir die Mischung mit Rosmarin, Knoblauch rein und jetzt kommt noch Pfeffer dazu. Auch hier kneten wir so lange, bis die Mischung komplett in dem Teig verschwunden ist. So, so sieht es aus. Jetzt den Deckel drauf und 15 Minuten ruhen lassen. Jetzt werden die Taralli zuerst geformt und dann gekocht, bevor sie in den Backofen gehen. Deswegen haben wir einen Topf mit kochendem Wasser vorbereitet und den Backofen angemacht. Zuerst bringen wir das Wasser zum Kochen. Ich habe etwas Sonnenblumenöl ins Wasser gegeben, damit die Taralli nicht einander kleben werden. Aus dem Teig zieht meine Frau kleine Stücke ab und rollt sie auf einem Brett, um dünne Rolle von etwa 1 cm Durchmesser und 8 bis 10 cm lang zu formen. Dann die Rolle um 1 oder 2 Finger liegen und die Taralli so formen. Jetzt gebe ich die erste Taralli in den Topf hinein, eins nach dem anderen, bis maximal 6, 7 gleichzeitig kochen und dann warte ich, bis sie an die Oberfläche kommen. Mit einer Schaumkelle nehme ich die Taralli raus und ich lasse sie auf einem Geschirrtuch abtropfen. Nachdem die letzte Taralli ca. 5 Minuten abgetrocknet sind, können wir die Taralli auf einem Backblech legen, wo wir davor Backpapier ausgelegt haben. Unsere schöne gekochte Taralli gehen jetzt in den Backofen, zuerst für 25 Minuten bei 160 Grad mit Lüftung. Dann müssen wir alle Taralli drehen und nochmal 25 Minuten backen, bis sie eine goldbraune Farbe nehmen. Oh. Und dann lassen wir die nochmal 25 Minuten backen. 25 Minuten sind jetzt um und so sehen die aus, unsere Taralli. Die sind ein bisschen braun geworden oben, so muss es sein. Und es gibt manche, die auch nicht perfekt sind, macht es aber nicht. Die schmecken genauso gut wie die andere. So, und hier sind unsere Taralli, einmal die mit Knoblauch
und Rosmarin und einmal hier die Pizzaiola-Version mit Tomatensauce und Oregano. Und man kann die als Snack für zwischendurch essen oder als Vorspeise. Guten Appetit! Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass mich gerne ein Like da, falls noch nicht passiert, dann abonniere meinen Kanal. Und falls du Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Tschüss und bis zum nächsten Video.